Moin, ladies and gentlemen, und willkommen zurück zu F1 2019. Heute zum Qualifying in Monaco. Und wie wir wissen, wird das im Regen stattfinden. Ich finde das soweit formidable, denn die Strecke ist ja nicht schon schwer genug, ne? Also, boah, da wird einiges passieren. Ich habe ein Setup erstellt auf jeden Fall. Und die Trainings verliefen soweit halbwegs positiv. Ich war immerhin in den Top 10 in allen Trainings. Aber wie wir wissen, sollte man die eher so optional sehen und nicht als festen Wert, wo man am Ende landet. Das heißt, wir gucken uns jetzt erstmal an, ob wir denn überhaupt in Q2 reinkommen. Denn es ist ja auch ein Trocken-Setup. Auf einer nassen Strecke nicht unbedingt wünschenswert. Wir stehen heute am zauberhaften Circuit de Monaco zu einer der spannendsten Qualifying-Sessions der ganzen Saison. Und wir stellen uns natürlich die Frage, wer es heute schaffen wird, seinen Namen der Liste der bisherigen Inhaber der Pole Position von Monte Carlo hinzuzufügen. Oh, das könnte heute spannend werden, Stefan Römer. Alle Zutaten stehen jedenfalls bereit. Türkische Verhältnisse, eine sich ständig verändernde Strecke und dazu noch ein oder zwei Autos knapp hinter den Spitzenfahrern, die vielleicht, ja vielleicht, an ihre guten Trainingsleistungen anknüpfen und für eine Überraschung sorgen können. Und die Frage ist natürlich, wie wird die Strecke in 10, 15 Minuten aussehen? Wenn du damit rechnest, dass der Regen schlimmer wird, musst du sofort raus, nachdem die Ampel grün wird, damit du wenigstens irgendwo Grip vorfindest. Wenn es aber aufklart, dann solltest du besser warten, die Reifen schonen und zum perfekten Zeitpunkt rausfahren. Was sonst noch mit diesen Bedingungen zusammenhängt? Verkehr und eingeschränkte Sicht, wenn man im Dunstkreis anderer Fahrzeuge unterwegs ist. Das wird sicher ein anhaltendes Problem sein und ich denke, wir werden heute einige frustrierte Fahrer mit ruinierten Rundenzeiten sehen. Das klingt sehr ermutigend. Dankeschön, Stefan Röber. So. Ja. Das Ding ist halt, es wird durchgehend regnen. Was bedeutet, ich halte es fast für die beste Entscheidung, zu sagen, den Sprit überprüfen. Okay, weniger geht nicht. Ja, und dann kam er raus. Take it easy to start with. The track's wet. Ach so. Die Strecke ist nass. Das hätte ich jetzt. Also. Jeff, du bist echt ein Wahrsager. Na, ich bin nicht der Einzige, der auf die Idee kommt, instant rauszufahren. Oh Gott. Das wird nichts. Also, entweder ich werde rauscrashen oder ich werde einfach zu langsam sein. Aber das Ding ist, ich kann Monaco so schon nicht trocknen. Und jetzt das Ganze noch im Nassen. Also, boah. Das halte ich für ein wenig zu extrem. Im Tunnel haben wir Traktion. Im Tunnel, hey, da könnten wir auch auf trockenen Reifen fahren. Ja, da muss ich noch einen Tacken besser bremsen. Noch ein bisschen früher vielleicht. Und jetzt das Ganze halt auch noch am Limit. Mit Max Sprit und Hot Lap. Das wird grandios, Leute, ich sag's euch. So. Oh Gott.
Das ist auch eine Qual, die Kurve hier. Aber gut, das wird ja auch im Rennen für mich sein. Da komme ich nicht wirklich rum. Knallgas im Tunnel. Oh hey, ich setze eine bessere Zeit als Antonio Giovinazzi. Der Vorteil ist, wenn ich in Q3 reinkomme, dann kann ich trotzdem eine freie Reifenwahl machen. Und damit ist eine Einstopp drin. Alter, die Waldfee. Eine grandiose 1:27.2. Ja, sind auch nur drei Autos bisher gefahren. Jetzt kommt Hamilton, bumm. Ja, 26.7. War gar nicht so viel schneller. Hamilton war Bottas, okay. Cool, nehme ich so hin. Wie gesagt, wer das nicht weiß, normalerweise ist es ja so, in Q2, wenn du da rausfliegst, also in Q2 oder in Q3, in Q1, Entschuldigung, wenn du da rausfliegst, dann kannst du ja den Reifen frei wählen. Das heißt, du kannst auf komplett unbenutzten Reifen fahren. Wohingegen, wenn du in Q3 reinkommst, dann musst du das Rennen auf den Reifen starten, mit denen du dich quasi qualifiziert hast in Q2. Nachdem aber das Qualifying nass ist und das Rennen trocken, das würde, die Regel würde by the way auch vice versa gelten, ist das nicht mehr der Fall. Dann wäre es tatsächlich so, ich war auch an die Box, so Genie. Dann wäre es tatsächlich so, dass ich auch in Q3 meine Reifen frei auswählen kann. Also wenn ich das Rennen starte, aber in Q3 reinkomme. Das ist gar nicht schlecht an sich. Das nimmt den anderen quasi so ein bisschen diesen strategischen Vorteil. Ricciardo ist schon mal hinter mir, das ist gut. Wir müssen halt echt genau aufpassen, wann wir fahren. Aber ich glaube, meine Zeit war gar nicht so schlecht. Eine halbe Sekunde hinter dem Mercedes. Wobei ich hier auf der Strecke auf Monaco eher die Red Bulls vorne sehe. Und die armen Schweine müssen echt im T-Shirt rumlaufen. Mein Gott, hey. Können wir bei Renault nicht mal Jacken zur Verfügung stellen? Okay, ich bin Dritter. Ich bin vor Norris. Oh, ich bin sogar 6 Zehntel vor Ricciardo. Our best lap so far is a 1 minute 27.2. Mein dritter Sektor war grandios scheinbar. Im zweiten fehlt mir halt Zeit auf Mercedes, ne? Und im ersten fehlt mir auch ein bisschen Zeit auf Mercedes, aber wie gesagt, das ist nicht viel. Aber im ersten war Ricciardo noch mal schneller, eine Zehntel ungefähr, da kann ich was rausholen, dafür war ich in beiden anderen schneller. Ich glaube tatsächlich nicht, dass ich nochmal rausfahren muss. We're 13th in the speed trap, 256.8 kilometers per hour. Okay, die Inter sind noch ein gutes Stück langsamer. Das Gute ist halt, die Full-Bird-Reifen kannst du eigentlich, du kannst das Qualifying alle drei auf dem gleichen Reifensatz durchziehen. Ja, ich würde sagen, ich spule mal ein bisschen vor, was sich sonst noch so ergibt. Hamilton muss mal wieder maßlos übertreiben. Ja, nee, das sind nur die Top-Teams gerade vor mir. Ich bleib einfach drin. Ich sehe kein Risiko darin. Ja, Achter. Und je später man fährt, desto besser ist die Strecke eigentlich. Ricciardo Vierter vor Albon und Leclerc. Not bad. Not bad, Ricciardo. Okay. Perez weit hinter mir, rausgeflogen. Kubica, Stroll, Raikön, Kwiat und Russell. Ja gut, die Williams sind da, die Racing Points sind halt mehr auf die Geraden ausgelegt. In den Kurven können die nicht so. Das ist natürlich schön. Wenn ich jetzt noch in Q2 eine gute Zeit hinlege,
dann ist Q3 auf jeden Fall drin und das wäre gut, weil auf Monaco kommt es sehr, sehr stark auf die Qualifying-Position an. Ja, nehmen wir einfach mal den neuen Full-Width-Satz. Dass ich halt nicht mehr Sprit abpumpen kann, das ist der Wahnsinn. Aber ich kann doch, pass auf. Ich kann auch wenigstens den Frontflügel nochmal einen hochstellen. Damit er ein bisschen besser einlenkt. Ein paar Sachen darf man ja noch verstellen. Der Frontflügel ist eins davon. So, come on, gib mir. Hinter der Mercedes, okay, gut, der wird mir eh wegfahren. Nicht über die gelbe Linie fahren. Ah, okay, so darf ich die nicht fahren. Es gibt halt jetzt immerhin schon mal langsam eine etwas trockenere Linie, die eben mehr Traktion hat. Und meine Runde gerade war eben eine der ersten, die platziert wurde. Ich glaube, die dritte war es gerade mal. Da war die Strecke halt noch komplett nass, also... Ja, mal schauen, mal schauen. Ich glaube, hier könnte heute einiges drin sein. Und das, obwohl ich auf Monaco, wie gesagt, nicht gut unterwegs bin. Ja, okay. So viel dazu. Ich gehe nochmal rein. Ja, ich würde spontan vermuten, der braucht jetzt schon Replacing. Komm, warte mal. Ich versuch's einfach. Fuck, scheiß drauf. Das ist eine bessere Taktik immerhin, als jetzt von vornherein aufzugeben. Lieber versuchen, gucken, ob das wenigstens halbwegs funktioniert. Und dann aufgeben. Ja, halt, also dann aufgeben. Das ist es auf jeden Fall. Okay, das heißt, ich fahre diese Runde auf jeden Fall rein. Der Wagen kriegt die Kurven nicht mehr ganz so, wie er soll. Noch. Zu großes Lockup. 27,8, da komme ich hin. Also jetzt nicht die Runde. ...27,6, also eigentlich fast der 27,7, wenn wir ehrlich sind. Komm rum, oh Gott sei Dank. 27,1 von Bottas. Ich glaube, in die 27er komme ich rein. Muss ich reinkommen, sonst habe ich ein großes Problem. Die Reifen muss ich nicht ändern. Die funktionieren noch. Und da die Runden auf Monaco relativ kurz sind eigentlich, wenn ich jetzt sofort... Ach nee, ich muss ja den Flügel noch reparieren lassen. Das geht im Rennen innerhalb von 5 Sekunden. Im Qualifying dauert das eine Minute. Ja, keiner weiß warum. Überspringen wir mal die Zeit. Car repairs have set us back a little. Wie viel Zeit haben wir noch? 8 Minuten, alles klar, go for it. All personnel be aware. Car leaving. Schaffen wir. Na, ich dürfte noch 2 Zeiten setzen können. Sofern ich halten muss natürlich, das ist auch die andere Sache.
Wenn ich jetzt halt mir denke, dass die Runde an sich gut war, dann muss ich ja nicht riskieren, nochmal mir hier die Karre komplett kaputt zu fahren. In meinem zweiten Durchlauf. Aber in Q3 würde ich halt schon gerne kommen. Das wäre auf jeden Fall ein dickes Achievement. Naja, man kommt auf jeden Fall schon weit besser um die Kurven als noch in meiner allerersten Runde, also in Q1. Trotzdem kann ich am Ende des Tages einfach nur froh sein, dass wir das Rennen nicht auf nasser Strecke fahren. Das wäre fatal, glaube ich. Das wäre absolut fatal. So. Alles soweit einstellen, wie ich das brauche. Und go. Bisschen zu weit raus. Ich komme hier halt nicht rum. Das ist der Wahnsinn. Naja, der erste Sektor war ganz okay. Der war nicht so weit weg von dem von Hamilton. Das war nicht schön gefahren. War auch definitiv nicht schnell. Ach. Ist mir der Arsch rumgekommen. Muss ich jetzt ein bisschen gegendenken, leider. Na, was wird's? Wahrscheinlich nicht zu schnell. You're in the top 10 now. Keep it up. Ja, es ist okay, aber nicht wirklich eine Zeit, mit der ich zufrieden sein kann, glaube ich. Also da geht halt noch mehr, das ist der Punkt. Allein hier um die Kurve rum. Auf Marker jetzt habe ich einfach mal 2 Zehntel gut gemacht, da bin ich halt viel zu weit rausgekommen. Also man kann halt noch sehr, sehr viel mehr rausholen. Ich glaube auch hier habe ich ordentlich liegen lassen und ich verstehe aber nicht, wie ich die fahren soll. Auch hier um die Kurve werde ich ein bisschen smoother fahren können. Also ich glaube, da ist noch einiges drin. Ich muss jetzt mal schnell in die Box zurück. Wenn ich noch eine Zeit fahren möchte. Ich brauche halt Sprit. Jeff, ob du es mir glaubst oder nicht, aber das weiß ich. Hier ist mir auch der Arsch rumgekommen. Also ganz ehrlich, ihr seht ja, meine Inlap war jetzt gerade mal bis zu dem Punkt, wo ich in die Boxengasse fahre. Oh Gott. Da war meine Inlap ja gerade mal bis zur vorletzten Kurve 15 langsamer. Meine Inlap. Auf Marker und kein ERS. Also ich glaube schon, so 3-4 Zehntel kann ich noch snacken. Oh, hopp, ich brauche nur Sprit. Ihr müsst mich nicht komplett reinschieben. Der Fehler am Anfang hat mir jetzt halt so viel Stress reingebracht. Der hätte nicht sein müssen und der hätte auch ehrlich gesagt nicht sein dürfen. So, raus. Ich will Gas geben, komm.
Oh, ich hätte checken sollen, ob Inter schneller sind. Jetzt habe ich vielleicht verkackt, aber das wird dann leider gerechtfertigt. Ne, Verstappen oder wer auch immer das ist, der Red Bull auf jeden Fall fährt auch auf Full Reds raus. Okay. So, ich habe Platz auf jeden Fall vor und hinter mir. Genau, nicht so schnell rein, sondern noch einen Tacken langsamer. Dann kommt man da aber smoother durch. Blockierende Räder haben ist ganz wichtig. Also Entschuldigung, dass ich jetzt hier nicht so kommentieren kann, aber... Da muss ich mich einfach leider konzentrieren gerade. Nicht in die Wand, das ist jetzt ganz schlecht. Und Jeff, das wäre jetzt eh zu spät. Jetzt bin ich auch schon draußen mit den Reifen. Okay. Ein Mercedes, ein Red Bull und ein Mercedes bleiben in der Boxengasse. Ne, beide Mercedes. Wieder ein guter erster Sektor. Ja, das war viel smoother. Okay. Ja, das sollte reichen auf jeden Fall, um drin zu bleiben. Uiuiui, was eine Runde. Zweiter, cool. Das ist doch schön, aber gut, das liegt auch daran, dass eben von den anderen einige nicht gefahren sind. Alter, wie knapp. Die Red Bulls haben keine Chance augenscheinlich gerade. Das irritiert mich. Ja, wie gesagt, Bottas und Hamilton sind ja drin geblieben. Die hätten auch noch mal eine schnellere Zeit gesetzt, auf jeden Fall. Ich vermute auch mal Leclerc. Und eben einer der Red Bulls. Aber ja, cool, wir sind in Q3. Und das ist auf jeden Fall der Step, der relevant war. Das kann man schon mal ganz klar so sagen. Wir sind auch nur gerade mal eine Zehntel, anderthalb vor Ricciardo mit der Zeit. Aber ich glaube, auch die ist noch ausbaufähig. Ich glaube, da geht auch noch ein Tacken mehr. Oh nein. Okay, I hope you brought something to read today. There's an issue in the fuel system. We don't think it's anything terminal, but it is going to take some time to investigate and repair. Ja, super. Okay. Ja, das bedeutet, ich habe keine andere Wahl, das vorzuspulen und dann eben nur eine Zeit zu haben. Ach, scheiße. Warum muss ich ausgerechnet jetzt einen Fehler im Treibstoffsystem haben?
Das ist so unfassbar bitter. Take it easy to start with. The track's wet. Ach so, Chef. Die Strecke war schon die letzte Dreiviertelstunde nass. Nur falls es dir nicht aufgefallen ist. Wir schon, weil ich fahre da drauf. Wow, jetzt bin ich noch der Esel, der als erster rausfährt. Okay, super. Ein Versuch. Muss mich jetzt halt auch erstmal an die neuen Grip-Verhältnisse gewöhnen. Das ist beim Regen halt so, jede Runde fährt sich anders. Ich werde hier niemals den Einlenkpunkt treffen, unter keinen Umständen. Ich verstehe die Kurve auch einfach nicht, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Guck mal, das sah doch auch schon schöner aus als die Runde vorher. Okay. Eine Runde. Und Gas. Lockup in Turn 1, super Sache. Nein, jetzt bin ich hier auf der nassen Linie fest. Na, das war's. Das war nix. Ja, hier jetzt auch nochmal glorreich versagt. Ja, die Runde läuft nicht. Die Runde läuft leider nicht. Schade, schade, schade. Boah, was habe ich denn jetzt so locker? Also ich steige ja echt nicht so hart auf die Bremse. Ja. Und durch sowas versage ich dann halt nochmal. Ach, das war... Das war nix. Das war aber mal maximal nichts. Oh Gott. Ja, 9. Das war echt eine Runde zum Wegschmeißen. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Bottas, Vettel und Charles Leclerc. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Ja, ich denke mal tatsächlich, wenn die Runde halbwegs geklappt hätte, dann wäre ich vermutlich bei Ricciardo mitgefahren. Ah, ärgerlich. Aber gut, im Prinzip nur halb ärgerlich, denn ich bin vor Perez und das ist der Wichtige aktuell in der Rivalität. Ja, fürs Rennen ist P9 natürlich nicht unbedingt die schlechteste Position. Aber es wäre besser gegangen und das ärgert mich halt. So, wir gucken mal, ob wir Punkte kriegen. Oder ein Interview. Das Claim ja mal wieder sagen kann, wie scheiße ich war. Ne, kriegen wir nicht. Ja, also wie gesagt, die Rivalität gegen Ricciardo werde ich auf jeden Fall gewinnen. Und gegen Perez ist halt auch wichtig, dass ich da vorne bin. Ja, guck mal, immerhin ein paar Pünktchen fürs Qualifying.
Aber ich bin ganz ehrlich, da wäre mehr drin gewesen. Da wäre definitiv mehr drin gewesen. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Ja, das Rennen im Trockenen, was bedeutet, das wird sehr interessant. Vor allem, weil, wie gesagt, Monaco eh schon eine etwas andere Strecke ist. Drücken wir es mal so aus. Aber ja, damit würde ich sagen, was ist dann fürs Qualifying? Ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Servus.